Herr Dr. Schüssel, was war Ihre erste persönliche Begegnung mit dem Thema Europa als Jugendlicher, als Student oder was auch immer? Pan-Europa war eigentlich sozusagen der Beginn. Mich hat Richard Gutenhofe-Kalergi eigentlich historisch sehr interessiert. Österreicher im größeren Umfeld Österreich-Ungarns geboren, mit unglaublichen internationalen Bezügen. Ich glaube, 16 Sprachen hat der Mann gesprochen. Hat als Privatperson immer ohne ein politisches Mandat zu haben eigentlich die europäischen Führer versucht, auf eine Integration Europas hinzubringen, hat sein berühmtes Buch Pan-Europa geschrieben, einen Pan-Europa-Kongress organisiert. Das hat mich eigentlich als Jugendlicher immer fasziniert. Und da war natürlich für uns in der katholischen Studierendenjugend, dort komme ich ja her, da war immer der europäische Bezug, weil Christentum ist nun einmal nicht national, sondern katholisch im Sinn von umfassend und weltumspannend. Das war immer ein Riesenthema für uns. Stand aber ein bisschen unter Monarchismus oder darüber. Ja, weil natürlich Otto von Habsburg später der Präsident war, aber es war eigentlich nie nostalgisch gedacht, sondern wirklich zukunftsorientiert, vorausdenkend gedacht. Eher in der Tradition eines Keynes, der als Mitverhandler der Friedensverhandlungen, der Friedensverträge von Versailles dabei gewesen ist und erlebt hat, wie so etwas scheitern kann oder unter Protest auch die britische Delegation verlassen, hat dann ein Buch geschrieben über die Economic Consequences of the Peace Treaty, auf Deutsch Krieg und Frieden, und hat dort auch konzipiert, wie es hätte sein können und sein sollen, sprich eine mutige Wiederaufbauhilfe für die zerstörten Gebiete der Kriegsverlierer, eine Föderation, einen Zusammenschluss der Verlierer plus Frankreich, Italien, Benelux. England sollte nicht dabei sein. Wir sind nicht Fleisch von ihrem Fleisch, schrieb damals John Maynard Keynes. Und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch gemacht worden. Also ich finde, der Verdacht mit rückwärts gerichtet, monarchistisch, ist unbegründet. Ja, das ist eher eine Vorausidee gewesen, deren Zeit noch nicht gekommen war. Heute ist sie Gott sei Dank da. Was war das Europa, von dem der junge Wolfgang Schüssel sozusagen geträumt hat? Ein Europa, das zentral regiert wird? Nein, ich glaube eher so, wie es heute ist. Also ein Zusammenschluss von Staaten, die bereit sind, das, was man am besten europäisch regelt, wofür der Nationalstaat zu klein ist, ja, das muss dort geregelt werden. Währung, Handel, Außenpolitik, Sicherheits-, Verteidigungspolitik oder auch Standard-Setting. Und andere Themen sollen logischerweise die Nationen oder die Regionen oder Gemeinden besser subsidiär regeln. Also dieses Konzept, glaube ich, ist nach wie vor sehr modern. Alles, was zu zentralistisch, zu groß wird, scheitert, zerfällt irgendwann. Das haben wir erlebt in der Geschichte. Der Beitrittsgedanke zur EU hat sich der ÖVP ja nicht ganz so leicht getan, wenn man es hinterher anschaut. In den 80er Jahren gab es einen Antrag der ÖVP auf einen Parteitag, dass die ÖVP sich für den Beitritt aussprechen sollte. Das wurde auf die lange Bank geschoben. Da ist plötzlich zur Überraschung aller der Jörg Haider vorgeprescht, hat den Beitrittsgedanken der FPÖ durchgesetzt und dann die ÖVP nachgezogen. Naja, das ist jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen, lieber Herr Fozzi. Ich habe mich jetzt wegen eines Referats 800 Jahre Rust sehr mit Leopold Figl beschäftigt. Und das Interessante ist, dass einer wie Leopold Figl, der jetzt nicht ein Intellektueller, aber einfach ein ungeheurer österreichischer Patriot war, von Anfang an eigentlich diese europäische Dimension voll im Auge gehabt hat. Also eher die Gründer der damaligen Volkspartei im Schottenstift 1945 hatten bereits diese europäische Dimension im Auge. Nicht? Und Churchill 1947, die berühmte Rede in Zürich, Josef Klaus, der große Reformer, weithin unterschätzt, hat die Teilnahme Österreichs an der europäischen Integration zu einem ganz großen und wichtigen Thema gemacht. Und das ist dann später eigentlich wieder aufgegriffen worden. Also ich finde es eigentlich sehr interessant, dass man eine Zeit lang hier eine Delle gehabt hat und dann kam es wieder. Wobei der Beitrag der jungen ÖVP wichtig war, aber auch der Länder. Also vor allem Martin Purtscher, Josef Greiner ist hier zu nennen, Josef Greiner Junior,
Die haben hier massiv geworben, weil natürlich auch Arbeitsplätze auf dem Spiel gestanden sind. Sie dürfen nicht vergessen, dass mit der EWG, Assoziation Österreichs, wir zwar in einer Zollunion drinnen waren, aber nicht voll am Binnenmarkt teilhaben konnten. Und das hat zehntausende Arbeitsplätze bedroht, etwa in der Vorarlberger Textilindustrie und in anderen Bereichen. Daher war der Druck, wir sollten mit allen Möglichkeiten so rasch wie nur denkbar in diese europäische Wirtschaftsgemeinschaft, in die europäische Gemeinschaft, später heute Union, hineinkommen. Das war schon sehr drängend. Und da ist die Dynamik gekommen. Und das war der richtige Zeitpunkt. Ne? Wir haben wirklich, Alois Mock und andere haben hier wirklich den richtigen Zeitpunkt erwischt. Rund um den berühmten Brief nach Brüssel 1989 gab es die meisten Bedenken in der SPÖ, auf Seiten der Gewerkschaft und in der ÖVP auf Seiten der Bauern. Das hat sich dann ein bisschen in die Verhandlungen hineingezogen, wo dann Rudolf Schwarzböck eigentlich einfahren wollte. Ich bin im April 1989 in die Regierung gekommen als Wirtschaftsminister und da ist also hin und her gegangen, wann wir den Brief schreiben. Dass wir uns bewerben, das war, glaube ich, schon einigermaßen klar. Und da ist auch Franz Wanitzki durchaus zu danken, dass er die SPÖ wirklich mitgenommen hat auf diesem Weg. Und natürlich das Drängen von Alois Mock und Erhard Busseck ist hier besonders auch zu erwähnen. Die Bauern waren nicht skeptisch, was den Beitritt betrifft, sondern sie wollten einfach längere Übergangsfristen erreichen. Sie wollten nicht den Big Bang vom ersten Tag weg, die volle Teilnahme am Binnenmarkt und die volle Konkurrenz. Was uns aber gut getan hat, war, und da bin ich ja selber dann der Chefverhandler gewesen, als Wirtschaftsminister und EFTA-Vertreter, wir haben ja als EFTA mit der Europäischen Gemeinschaft den europäischen Wirtschaftsraum zunächst verhandelt. Und da hat es einen kleinen Konflikt sogar gegeben, ein Konfliktchen. Das Außenministerium und Alois Mock waren der Meinung, wenn uns Jacques Delors den EWR anbietet, dann ist das sozusagen eine Knackwurst, die verhindern soll, dass wir irgendwann Mitglied werden. Und Wirtschaftsministerium und meine Position war, nein, das ist sozusagen ein wunderbares Trainingscamp. Wenn wir das den EWR erreichen, dann haben wir 70% bereits abgeschlossen und können uns auf wenige noch offene Fragen konzentrieren. So war es auch dann. Und der EWR, den ich ja dann als EFTA-Vorsitzender ja im Jahr 91 mit der EG fertig verhandelt habe, wo dann später die Schweiz leider Gottes ausgestiegen ist und mühsam mit bilateralen Verträgen einiges nachholen musste. Der war wirklich eine erstklassige Vorbereitung. Und dann blieben eigentlich wenige Themen, Transit, Grundverkehr, Landwirtschaft und Finanzen, für die Schlussverhandlungen in Brüssel. Und da ist es richtig, da wollten die Bauern eigentlich von Anfang an längere Übergangsfristen. Und das war ihnen auch zugesagt. Also Franz Fischler, unser Landwirtschaftsminister, hatte eindeutige Zusagen von Seiten der Kommission, dass es hier eine großzügige Übergangsregelung geben wird. Nur das hat eigentlich dann während den Verhandlungen Jacques Delors ziemlich brutal vom Tisch gewischt und hat gesagt, nein, das muss ein Beitritt vom ersten Tag, 1. Jänner 95 sein. Und das war dann wirklich schwierig für die Bauern zu akzeptieren. Wir haben dann in der Nacht noch verhandelt, den sogenannten Österreich-Vertrag mit allen Sozialpartnern, sowohl für bedrohte Betriebe, sind ja etwa die Spediteure oder die ganze Nahrungsmittelindustrie ziemlich unter Druck gekommen, und eben die Landwirtschaft. Und dieser Österreich-Vertrag, der gilt ja bis heute und hat dazu geführt, dass die Landwirtschaft wirklich auch profitiert hat von diesem Beitritt. Manche interpretieren dieses harsche Nein zur Übergangsregelung bei den Bauern als letzten Versuch, die Österreicher aus der EU draußen zu halten, weil die Franzosen nicht sehr begeistert waren, dass hier ein zweiter oder dritter, wie man sagt, zweiter oder dritter deutscher Staat dazukommt. Haben Sie es auch so interpretiert, dass es ein vorgeschobener Versuch war, um Nein, das war eher die Kommission. Das war wirklich Jacques Delors. Der wollte sozusagen keine großen Übergangsfristen, sondern das vom ersten Tag weg voll umsetzen. Die Franzosen haben nie Freude gehabt mit dem österreichischen Beitritt. Bei den Schlussverhandlungen ist ja beispielsweise der Europaminister Frankreichs und der Außen- und der Botschafter absent gewesen. Die sind nicht im Saal gewesen. Zwei leere Stühle, ich habe das sehr eigenartig gefunden. Und Franz Wanitzki erzählt ja immer wieder die Geschichte, das werden Sie wahrscheinlich auf Band haben, dass Mitterrand
erst nach massiven Interventionen des deutschen Bundeskanzlers bereit war, unter Anführungszeichen den Beitritt des dritten deutschen Staates zu akzeptieren. Also eine größere Beleidigung für uns gibt es nicht. Und das haben wir eigentlich bis zum Schluss gespürt. Aber es war ein Vorbehalt, der nicht so prohibitiv war, als man dafür fürchten musste, dass der Beitritt scheitert. Nein, aber es war jedenfalls eindeutig und auch bewusst so erkennbar gemacht, dass wir spüren, dass wir nicht besonders willkommen sind. Und das hat sich auch später fortgesetzt. Nicht? Wir haben ja einige Vetos Frankreichs gespürt und wir haben das halt zur Kenntnis genommen, aber uns nicht weiter beirren lassen. Hat das durchgeschlagen bis ins Jahr 2000? Ja, sicher hat das auch eine Rolle gespielt. Waren die Verhandlungen seitens Österreichs je auf der Kippe, dass man sie abbricht und wirklich nach Hause führt? Das ist schwer im Nachhinein. Es gibt immer Krisen in einer Verhandlungssituation. Der griechische Vorsitz damals, der griechische Europaminister Pangalos, war wirklich ein ziemlich, ein ziemlich verhaltensauffälliger Verhandler, ziemlich hart und unangenehm zeitweise. Später ist er dann vor Freundlichkeit nicht wiederzuerkennen gewesen. Es hat sicher Situationen gegeben, wo manchmal die Emotionen auch eine Rolle gespielt haben, aber ich denke, dass an ein Heimkommen nicht wirklich zu denken gewesen ist. Es war einfach eine schwierige Situation. Wir haben echte Probleme gehabt, auch innenpolitisch mit dem Transitvertrag, etwa mit Grundverkehr, auch mit der Landwirtschaft, aber wir haben alle Fragen eigentlich in einer sehr guten Art und Weise lösen können. Aber alles mag wollte ja einmal heimfahren und hat schon ein Fernsehinterview gegeben gehabt, das nun nie gesendet wurde in diese Richtung. Das kenne ich nicht, aber ich weiß nur, dass alles mag, vor allem vom Verhalten des Vorsitzes und auch von manchen Mitgliedsländern sehr enttäuscht war. Ich glaube nicht, dass er wirklich heimfahren wollte. Das war vielleicht so in der Emotion angedeutet, aber ich denke nicht, dass das ernst gemeint war. Ja, Busseck erzählt es so, dass er erst mit einem mehr oder weniger einer Order des Parteiobmanns an den Außenminister geblieben sei. Oder nach einer Order. Also ja, Busseck hat eine wichtige Rolle gespielt, keine Frage, und zwar eine sehr positive Rolle, aber er war ja gar nicht in Brüssel mit dabei und diese kritischen Situationen, die waren eher in der Nacht und die sind sicherlich nicht bis nach Wien gedrungen. Von Ihnen wird erzählt, dass Sie sehr darauf geschaut haben, dass die Gruppe zusammenbleibt und dass Sie auch, das war eine sehr große Gruppe, ich glaube 70 Delegationsmitglieder, die Japaner Europas in Brüssel. Und Sie haben für jeden oder für viele der Teilnehmer eine eigene Rolle in den nächtlichen, lustigen, also entspannteren Runden formuliert. Sie selber sind Zeit als Generalsekretär, den Hans Mayer, damals Finanzstadtrat, als Teamkaplan für den November, den Sie? Nein, also 70, das sind die Berater und die diversen Begleiter, die es gegeben hat. Aber es ist richtig, wir haben natürlich die relevanten Ministerien mitgehabt, also die Minister Lazener und Klima, Fischler und ich als Wirtschaftsminister, Alois Mocker ist unser Fähnleinführer, die Staatssekretärin Ederer und dazu die drei Landesvertreter, das war der Vizebürgermeister Mayer aus Wien, der eine sehr positive, konstruktive Rolle gespielt hat und die beiden forcierten Europabefürworter Josef Greiner und Martin Purtscher und natürlich die Sozialpartner. Und ich glaube, das war die Kerngruppe, mehr war es nicht und die hat wirklich von Anfang bis zum Ende unheimlich gut zusammengearbeitet. Und da gibt es keinen, den man jetzt besonders herausheben sollte. Das war wirklich eine positiv verschworene Gemeinschaft, etwas Wichtiges für unser Land zu erreichen. Und das ist auch gelungen. Das hat auch bis zur Volksabstimmung gewirkt. Man immerhin eine Zweidrittel positive Mehrheit hat ja in keinem anderen damaligen Beitrittsland eine Rolle gespielt. Also wir waren wirklich die Vorreiter, wir waren die Ersten, die den Beitrittsantrag gestellt haben von der EFTA-Gruppe. Wir waren die, die die höchste Zustimmungsrate erreicht haben. Und das hat wirklich etwas damit zu tun, dass wir alle an einem Strang gezogen haben. Die zwei Drittel haben Sie die erwartet, die zwei Drittel Mehrheit im Juni 1994? Nein, aber wir haben uns wahnsinnig gefreut darüber. Und ich kann auch von mir her sagen, ich habe sicher in dieser
Auseinandersetzung, in dieser Meinungsbildung so viel investiert an Energie, an Zeit, an Veranstaltungen, an Diskussionen, wie selten bei einer Wahlkampagne. Und es hat wirklich gewirkt. Nicht nur mein Beitrag, sondern der Beitrag aller. Das war wirklich eine parteiübergreifende, großartige Sache. Und interessant ist, dass ja auch sich die Linien geändert haben. Ne? Die Freiheitlichen, die zuerst sehr drängend gewesen sind, sind dann plötzlich, wie sie gesehen haben, halt, das könnte eine Marktnische werden für die Europaskeptiker, eher skeptisch geworden. Fake News haben damals schon eine große Rolle gespielt. Von der Schildlausfarbe in der Joghurt bis zur Blutschokolade ist alles aufgefahren worden. Aber auch die Grünen waren ja massiv gegen den EU-Beitritt. Ich habe noch Voggenhuber und andere im Ohr, die damals als Ayatollahs gegen den EU-Beitritt aufgetreten sind. Vom damaligen Bundespräsidenten Van der Bellen sind keine Stellungnahmen, weder in der einen noch in der anderen Richtung, mir jedenfalls erinnerlich. Aber die Grünen waren skeptisch und das hat sich mittlerweile genau gedreht. Ne? Also die Freiheitlichen wurden eher skeptisch, jetzt wieder positiv. Die Grünen waren sehr skeptisch, jetzt enthusiastisch pro Europa. Also ich finde es eigentlich gut. Da hat auch ein Lernprozess stattgefunden. Wir sind auf unserer Linie geblieben. Wie würde heute eine EU-Volksabstimmung ausgehen über Ja oder Nein? Ich glaube mit deutlicher Mehrheit, 70-80% für, noch besser für die Beibehaltung der Mitgliedschaft Österreichs. Großer Sprung zur kommenden EU-Wahl. Warum gelingt es bei EU-Wahlen nicht, dieses Klima herzustellen, dass man mit großer Beteiligung hingeht? Also wir haben Wahlbeteiligung von 46%. Warum ist Europa nicht ein Thema, das die Menschen nicht? Ja, weil damals ging es um etwas, sein oder nicht sein, oder okay. Dabei sein oder nicht dabei sein. Das ist ein bisschen so wie beim Brexit heute. Da würde wahrscheinlich auch die Beteiligung drastisch in die Höhe gehen. Bei der Europawahl geht es ja nicht um sein oder nicht sein oder dabei sein und nicht dabei sein, drinnen oder draußen, sondern geht es darum, ob jetzt die Volkspartei 5 oder 6 Mandate, die Sozialdemokraten 5 oder 6 Mandate, die Freiheitlichen vielleicht 2 oder 3 Mandate und die Grünen, ob sie überhaupt hineinkommen, die Neos, ob sie ein Mandat besetzen können. Das ist nicht die Dramatik, nicht? Und die Demokratie braucht natürlich das Drama. Zudem ist natürlich Europa eine recht komplizierte Angelegenheit. Dieses Zusammenspiel zwischen den Staaten, Regierungen, nationale Parlamente, Europaparlament, Kommission, Europäischer Rat, das ist nicht so leicht zu durchschauen. Und die Themen, um die es geht, sind zwar unerhört wichtig, weil ja 70-80% dessen, was bei uns heute relevant ist, wird natürlich in Brüssel mitbearbeitet und mitentschieden. Aber das sichtbar zu machen in einer Wahl, dass es jetzt genau um dieses Thema geht, das ist nicht so einfach. Dann werden halt auch Fake News ausgepackt. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass manche Leute wieder das Loch Ness hervorholen, dass mit der Europawahl darüber entschieden wird, ob unser Wasser privatisiert wird oder nicht oder weiter in öffentlicher Hand bleibt. Das sind dann künstliche Fake-News-Themen, um sozusagen Emotion hervorzurufen. Ich glaube, dass das nicht wirklich wirkt. Und ich denke, dass wir alle Anstrengungen unternehmen sollten, um eine glaubhafte, positive Europaerzählung den Wählern anzubieten. Und ich finde, da können wir einiges anbieten. Das Europa von heute ist natürlich für Österreich unglaublich gut gewesen. Wir haben unsere Exporte vervierfacht. Wir haben heute sicher 500.000-600.000 Arbeitsplätze mehr als damals. Unser Wohlstand ist massiv gestiegen. Und wenn wir uns wehren wollen gegen Globalisierung, gegen Finanzspekulanten oder gegen die großen Tech-Giganten, dann müssen wir auf europäischer Ebene unsere Rolle wahrnehmen. Und das können wir am besten als Mitglied und nicht außerhalb. Das sind alles intellektuelle Argumente. Nein, das sind sehr praktische Argumente. Da geht es um Arbeitsplätze, um Einkommen, um Pensionen, um Umweltstandards. Also genau die Themen, Sicherheitsfragen, die jedem wichtig sind. Aber das klingt offenbar bei Nationalwahlen geht es auch darum, ob jetzt die ÖVP ein paar Mandate mehr hat oder weniger. Und trotzdem gehen dort immer noch 70-80% hin. Schon, aber da ist nicht, ja. Maximal
50 Jahren. Ja, aber trotzdem ist nämlich der Unterschied, ob das in einem Parlament, in einem Europaparlament, in einem internationalen Parlament, sage ich mal, für eine bestimmte Partei 6 oder 7 Mandate hast, von insgesamt 730 oder wie viel es dann sein werden, das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Hier wird der österreichische Nationalrat zur Gänze zu 100% bestimmt. Dort sind wir natürlich eines von 27, noch 28, aber bald 27 Mitgliedstaaten. Es gibt immer wieder die Idee, die Europawahl könnte mehr zu europäisieren, also europaweite Kandidaten aufzustellen, bis hin zur Direktwahl des Kommissionspräsidenten. Wäre das ein Weg, um die Beteiligung und das Feuer und das Interesse an dieser Wahl zu heben? Die Versuche hat es ja gegeben. Also es gibt ja seit das letzte Mal war schon die Idee mit einem europäischen Spitzenkandidaten, was ja gar nicht den Verträgen entspricht. Das Europaparlament hat eigentlich die Sache umgedreht. Nicht der Rat macht Vorschläge und das Parlament akzeptiert, sondern das Parlament quasi kürt die Spitzenkandidaten der Fraktionen und der Rat hat es dann zu apportieren. Das hat nicht funktioniert. Also nicht die Person, Juncker war außer Streit, aber die Beteiligung, die Methode funktioniert nicht. Ja, die Wähler wollen schon einen Bezug zu ihrem oder ihren Abgeordneten haben und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also daher glaube ich, dass schon auch ein Schuss nationaler Interessen eingebracht werden muss, aber zugleich auch verknüpft mit der europäischen Idee, welche Themen eben geopolitisch und europapolitisch für die Zukunft wichtig sind. Und das sind jetzt gerade, was Digitales betrifft, was den Schutz der Außengrenze betrifft, die Rolle Europas im geopolitischen Wettkampf mit China und mit Amerika, mit Russland, mit der Türkei und dem Ring of Fire rund um die Europäische Union. Das sind existenzielle Fragen und das ist eine Frage zum Teil von Krieg und Frieden. Hier die österreichische Besonderheit mit den europäischen Themen zu verknüpfen, das finde ich unerhört wichtig. Warum haben wir sich abfinden müssen, damit es ungeheuer wichtig ist, dass es um Krieg und Frieden geht, aber trotzdem ist diese Emotion, dass es um Krieg und Frieden geht, sich nicht bis zum Wahlvolk in einem hohen Rang auf die Wahl niederschlägt? Ja, aber vielleicht erklären wir das zu wenig. Ich meine, Demokratie braucht natürlich auch Demokraten, die genau diese Zusammenhänge erklären. Vor der Gründung der Europäischen Union, in den 300 Jahren vor dieser Gründung, hat es 123 Kriege zwischen den heutigen Mitgliedstaaten der Union gegeben. Ich bin selber auf die Welt gekommen, bin so alt wie die Republik, im Jahr 1945. Und am 21. Februar 1945 ist mein Haus, wo meine Mutter hochschwanger mit mir im Luftschutzkeller gesessen ist, bombardiert worden. Und es hat 3 Tage gedauert, bis sie ausgegraben wurde. Das war Krieg und Frieden. Und wir haben jetzt die längste Friedensepoche der Menschheitsgeschichte in diesem Teil Europas erlebt. Das ist etwas, was nach wie vor hochaktuell und ganz, ganz wichtig ist und bleibt. Und das den Jungen zu erzählen, das finde ich unerhört notwendig. Sollte man im Wahlkampf mehr tun? Das muss man tun und sollte eben nicht nur über Geld und über andere Fragen, über Standards, über soziale Wohltaten, notwendig Umweltfragen reden, sondern auch diese wichtigen internationalen Zusammenhänge. Wer nicht Stabilität exportiert, Frieden exportiert, wird irgendwann einmal Instabilität und Flüchtlinge oder Kriegsfolgen importieren müssen und das wollen wir nicht. Perspektivisch gefragt, 2030 wird es mehr als 27 EU-Mitglieder geben oder weniger? Ich denke schon, dass der eine oder andere Kandidat dann beigetreten sein wird. Und ich hoffe auch sehr, dass wir vielleicht auch durch punktuelle Vertragsreformen, etwa im sicherheits- und außenpolitischen Verteidigungsbereich, weitergekommen sind. Und dass wir vielleicht auch im Zuge der verstärkten Zusammenarbeit von einzelnen Mitgliedstaaten, die schneller vorangehen wollen, auch das eine oder andere weiterentwickelt haben. Etwa im Sinne einer Digitalsteuer oder im Bereich jetzt Finanzmärkte oder im Sektor Umweltschutz, Sozialstandards, da ist einiges machbar. Vielleicht daraus, dass Europa da unterschiedlichen Geschwindigkeiten wäre wahrscheinlich ein. Gut, das haben wir heute schon. Wir haben heute schon 25 Politikbereiche, wo nicht jeder teilnimmt.
Und es werden vielleicht noch zwei, drei andere dazukommen. Warum nicht? Kann es die Außenpolitik sein zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, selbstverständlich. Zu Mehrheitsentscheidungen zu kommen. Ist die Mehrheitsentscheidung die Mehrheit, ja, da bin ich vorsichtig. Die Gruppe, die sich miteinander auf Interessen einigt, ist da bin ich vorsichtig, gerade in der Außen- und Verteidigungspolitik jetzt auf Mehrheitsentscheidungen zu gehen, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Aber man könnte ja etwa mit einigen gemeinsam, mit einigen like-minded countries, einige Dinge gemeinsam vorantreiben. Das wäre, glaube ich, schon interessant. Das könnte bis in den Rüstungsbereich hineingehen. Ich war immer ein Anhänger, warum macht man nicht eine gemeinsame Luftraumüberwachung? Warum soll jedes Land für sich selber jetzt Flugzeuge kaufen? Das kann man doch in einer Gruppe viel besser machen. Also wahrscheinlicher als ein EU-Außenminister für alle Mitglieder ist eine Gruppe von Staaten, die eine gemeinsame Außenpolitik machen. Na gut, wir haben ja eine Außenministerin, sie heißt ja der Außenbeauftragte. Aber das meine ich damit weniger, sondern ich denke, dass wir in einzelnen Bereichen einfach rascher und intensiver vorangehen könnten. Jetzt etwa im Bereich der Zusammenarbeit mit Afrika, im Zusammenarbeit, in der Entwicklungszusammenarbeit, in verschiedenen Bereichen, etwa in der digitalen Welt, im Standard-Setting etc. Wenn nicht alle gemeinsam etwas machen wollen, warum sollen nicht 5, 6, 7, 8, 10, 15 mehr machen wollen? Warum nicht? Ja, aber es muss offen bleiben, diese verstärkte Zusammenarbeit, das ist der Unterschied zur Regierungszusammenarbeitsmethode, zum intergouvernementalen Approach, wo ja praktisch die EU-Institutionen ausgeschaltet sind. Die verstärkte Zusammenarbeit bleibt offen für alle, jeder kann daran teilnehmen, entweder gleich oder später, und Kommission und Europaparlament haben volle Mitsprache. Das finde ich wichtig. Aber einige marschieren. Ja, schneller. Warum nicht? Zum Beispiel Deutschland, Frankreich mit anderen, oder? Ja, why not? Und Österreich sollte natürlich, das wäre wieder mein Wunsch, für 30 und folgende Jahre, sollte in dieser Kerngruppe immer dabei sein. Es gibt ein paar Skeptiker, die sagen, wir sind eher im Moment bei der Visegrad-Gruppe statt bei den Westlern. Ja, die Visegrad-Gruppe ist ja keine Gruppe in diesem Sinn, sondern es war eine Interessensgemeinschaft für den Beitritt, die sich halt zufälligerweise auch nachher immer wieder trifft und übrigens sehr unterschiedliche Meinungen hat. Mein Modell der verstärkten Zusammenarbeit ist ja ganz was anderes. Da will man ja wirklich gemeinsam verschiedene Dinge voranbringen, die dann vielleicht sogar ein Modell für die Zusammenarbeit mit allen anderen sein können. Ich gehe nochmal kurz zurück ins Jahr 94. 94 gab es ja diesen gemeinsamen Spirit, den Sie beschrieben haben, dass man wirklich sozusagen alle an einem Strang gezogen haben und damit auch die Opposition gegen die EU, also die FPÖ und die Grünen, marginalisiert haben bei der Abstimmung. Dieser gemeinsame rot-schwarze Geist, wir bringen was weiter, fast so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er ähnlich war, hat dann nicht mehr lange gehalten. Warum ist es dann plötzlich zu den Neuwahlen 1995 gekommen, wo dann dieses Bündnis sozusagen wieder sehr brüchig war? Ja, entschuldige, die Wahlen hat es ja im Herbst gegeben, im Herbst 1994. Und das, wie Sie mit Recht erwähnen, hat das ganz gut funktioniert. Das Problem war damals, ganz offen gestanden, aber das ist jetzt meine subjektive Betrachtung, das können Sie gerne auch bei den anderen checken, dass dann 1995, wo es ja darum gegangen ist, letztlich auch die Vorbereitung auf die künftige Europawährung, die ja in den Verträgen ja schon angedacht war und auch schon vorbeschrieben war. Der Maastricht-Vertrag war ja vor unserem Beitritt, nur wir sind beigetreten. Aber um an dieser europäischen Währung teilnehmen zu können, haben wir ja wirklich einiges wiederum gerade rücken müssen. Da waren wirklich substanzielle Reformen notwendig. Und ich habe dann 1995 übernommen, den Parteiobmann im April. Und das Konzept, das der damalige Finanzminister Starrybacher vorgelegt hat, war völlig unannehmbar für uns. Das war eine reine Erhöhung von Steuern und Lohnnebenkosten, um sozusagen diese Maastricht-Ziele zu erreichen. Und das war für uns unannehmbar, hätte auch Österreich schweren Schaden zugefügt. Daher waren Neuwahlen die einzige Option dazu. Okay, die Wahlen, ich habe zwar leicht dazu gewonnen, mit dem berühmten Pensionistenbrief hat die SPÖ noch mehr dazu gewonnen. Aber interessanterweise ist ja nach diesen Wahlen genau das gemacht worden, was wir eigentlich vor den Wahlen schon vorgeschlagen haben. Das heißt, hätte man das gleich gemacht, hätten wir uns diese Neuwahlen erspart.
Das heißt, die SPÖ ist ausgestiegen aus dem Geist, also aus diesem gemeinsamen Geist in Brüssel. Nein, das ist jetzt eine irre Zuspitzung. Ich denke, dass einfach damals ein massiver innerparteilicher Druck auf die damalige Parteiführung, vor allem von den Gewerkschaften und Arbeiterkammer da war, eben nicht in eine Budgetsanierung auch auf der Ausgabenseite zu machen, sondern alles über die Einnahmenseite, sprich Steuererhöhungen und Lohnnebenkostenerhöhungen zu machen. Und am Ende hat er die Einsicht gesiegt. Nicht? Wir waren die einzigen möglichen Koalitionspartner und man hat dann richtigerweise, und das ist sicher auch wiederum der wirtschaftspolitischen Einsicht von Franz Vanitzky zu danken, dass er eingesehen hat, dass es wahrscheinlich, dass unser Weg der richtigere ist. Und er hat sich auch bewährt letztlich. Also nach einem kleinen Unfall ist dann wieder der gemeinsame EU-Geist eingekehrt in die Regierung, zumindest für eine Zeit lang. Fragezeichen. Ja, das ist jetzt Ihre Interpretation. Es hat mit einem gemeinsamen Geist jetzt wenig zu tun. In der Politik geht es einfach immer um Inhalte. Und diese Inhalte sind dann in einem, wie ich glaube, guten Sinn bewältigt worden. Da haben übrigens zwei sehr intensiv mitgewirkt. Das war einerseits der Johannes Dietz und dessen Beitrag da nicht vergessen werden darf und natürlich auch der damalige Landeshauptmann vom Burgenland, Stix, und der Landeshauptmann von Vorarlberg, Sausgruber. Die drei haben wirklich hier einen ganz entscheidenden Beitrag dazu mitgeliefert, dass das funktioniert hat. Ich möchte nochmal abschließend Richtung Brüssel schauen. Nach 1994, 1995 gab es eine Sichtbarkeit der Österreicher in Brüssel, die sie dann in die Institutionen gegangen sind, Generaldirektionen oder stellvertretende Generaldirektoren geworden sind. Jetzt gibt es ein bisschen die Wahrnehmung, weil sie stimmt, dass Österreich in Brüssel eher nicht überrepräsentiert ist, während andere kleine Staaten da ein bisschen eifriger und fleißiger bei der Besetzung oder beim Austausch. Also ich glaube, dieser Eindruck wird manchmal erweckt, es wird auch behauptet, Österreich hat nach dem Beitritt überhaupt keine Rolle mehr gespielt, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben jetzt drei sehr gute Präsidentschaften absolviert. 1998 haben wir immerhin, da war ich Außenminister, mit dem Beitritt unserer Nachbarländer begonnen, gegen ziemlichen Widerstand großer Mitgliedstaaten. Das ist gelungen. Wir haben 2006 das Budget für 7 Jahre nach großen Schwierigkeiten fixiert. Wir haben die erste Gaskrise mit Russland bewältigt. Wir haben die Cartoon-Krise, die Karikaturenkrise gut bewältigt. Wir haben den Verfassungsvertrag, der knapp vorher abgelehnt wurde, von Frankreich und Holland wieder auf eine neue Schiene gebracht, vor allem Ursula Plasnik ist hier zu nennen. Die hat da wirklich die Weichen so gestellt, dass dann eben der Lissabon-Vertrag ein Jahr später entwickelt werden konnte. Wir haben jetzt gerade die dritte Präsidentschaft hervorragend absolviert, wo wirklich im Bereich der Migrationspolitik deutliche Erfolge spürbar geworden sind. Die Zuflüsse von Migranten sind deutlich geschrumpft, um 95%. Wir haben einen sensationell guten Afrika-Gipfel gehabt. Wir haben sehr viele positive Beiträge im Bereich der Klima- und Umweltpolitik gehabt. Viele Dossiers sind deblockiert worden. Also wir haben Personen gehabt, Franz Fischler als erster Kommissar, der wirkliche Marksteine gesetzt hat, Benita Ferrero-Waldner, Johannes Hahn jetzt, sehr guter Nachbarschaftskommissar, quasi der stellvertretende Außenminister der EU. Wir haben auf den Spitzenpositionen wichtigste Rollen gespielt. Wir haben etwa im Binnenmarkt, in der Verkehrspolitik, wir haben mit Tom Wieser den Generalsekretär der Eurogruppe durch Jahre hindurch gehabt. Wir haben jetzt im Bereich der Finanzpolitik, im Bereich der Standard-Setting Rollen, auch im Protokoll, wirklich Top-Positionen gehabt. Thomas Meyer-Harting ist heute nur immer der Abteilungsleiter für ganz Osteuropa und Asien. Wir haben wichtigste Botschaften der EU besetzen können mit Schweißgut, Meyer-Harting und anderen. Wir haben mit Seidig den Top-Mann in der Ukraine gemeinsam von der UNO und von der EU besetzt. Also es ist ein Unsinn, dass wir keine Rolle spielen. Natürlich eine Rolle, die auch unserer Größe und unserem Einfluss einigermaßen, das Licht ist ausgefallen, einigermaßen geschuldet ist.
Das Licht ist ausgefallen. Wie lange haben wir noch? Ein paar Minuten. Dann würde ich was weiter rein. Also wir spielen immer noch eine Rolle, die einerseits interessant ist, aber auch natürlich etwas zu tun hat mit unserer Größe und unseren inhaltlichen Schwerpunkten. Aber ich glaube, dass wir da durchaus stolz sein können. Okay. Schlussfrage, 94 war ein wichtiger Slogan, um die Wahl oder die Abstimmung zu gewinnen, gemeinsam statt einsam. Das ist ein genialer Slogan gewesen, weil das Grundgefühl der Österreicher getroffen hat, warum sie da beitreten wollten. Was wäre ein guter Slogan im Sinne dessen, was Sie sagen, dass man sich bewusst werden muss, worum es in der EU geht, für die EU-Wahl 2019? Ja, ich finde, dass das nach wie vor aktuell ist. Gemeinsam statt einsam ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Und ich finde, dass auch die zwei Slogans der Präsidentschaften, die wir gehabt haben, das eine war, Österreich in einem Europa, das schützt und nützt, und jetzt eben ein Europa, das schützt. Das war jetzt in dieser Präsidentschaft. Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Vokabel. Gemeinsam statt einsam, schützen und nützen. Das sind wirtschaftlich, Sicherheit, auch soziale Aspekte, Umweltaspekte mit umfasst und natürlich auch diese zentrale Frage der Friedenssicherung. Herr Dr. Schüssel, danke für das Gespräch. Ich danke zurück.